nur auf ein Dach. Ich brauche mehr Hände. Nee, ist er down, gleich ist er down, gleich ist er down. Ich hab ihn erwischt. So, jetzt Hände auf den Tisch und ihr seht, was hier gerade passiert. Und setzen Sie Sensoren an den markierten Stellen ab. Habe ich das nicht schon? Jetzt mit den Jets oder wie? Ja. Sehr schlau. Da ist einer. Und. Da ist einer. Und. Da ist eine. Wow. Und wir fliegen. Vielleicht so. Das ist ein bisschen schnell gefühlt. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht der sind auch gleichzeitig die Geschwindigkeit ein bisschen. Muss ich mal drauf achten. Nur gefühlt. Ja, also in dieser Bombencam ist das einfacher, weil. Irgendwie einfach, weil die Bomber, also falls sie zuhören, auch dahin fliegen, dahin fallen, würden wir Punkte zeigen. Achtung, Mix im Anflug. Hallo Mix. Das macht doch nix. Ich dachte, die hätten so viel Angst vor uns. Wow, ich habe nur 4 Sideburn. Ach komm, ja toll. Ist doch nicht wahr. Ah, jetzt kommt der erste in das Spielergebiet. So. Da. Das war's für ihn. Endlich treffen die mal wieder. Gut, der macht überhaupt Schaden. Ich glaube, es war ein Bug, ein paar Missionen. Wer weiß. Also, das war ja schon meine Vermutung, aber. Vielleicht hat die auch gekontert, aber dann ist dieser Spruch dämlich gewesen. Und jetzt hab ich den Dreck. Und das war eben dämlich. Oh, komm schon, flieg! Natürlich habe ich keinen Blitz mehr, das ist auch irgendwie interessant, aber wie ihr gesehen habt, war eben, als er gespawnt ist, auf halb, hier auf halbem Speed. Hat er ja auch erkannt. Nur trotzdem so, ja, hast jetzt keinen Nach. Das war's für ihn. Habe ich schon erwähnt, wie wunderbar dieses Spiel ist. Ich bringe es zu Ende, das habe ich euch gesagt. Ich bin das wieder geschafft an. Irgendwann. Über einen nicht näher definierten Zeitraum. Ich flieg immer noch nach, ich flieg tot. Kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Das war's für ihn. Hallo. Hallo, Texturbrei. Okay, es ist kein Texturbrei, aber es ist. Ja, ich habe alle feindlichen Mixer zerstört. Sensoren werden erfolgreich ausgebracht. Bla 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 bla. Geheimdienst wird sich freuen. Danke. Das ist nützlich. Achso, ja, okay. Nee, der Geheimdienst findet die nützlich, mehr nicht. Man hat mich an die Front versetzt. Gestern habe ich an einer Aufklärungsmission teilgenommen und sogar auf den Feind geschossen. Ich glaube, ich habe einen von ihnen getötet, aber wir haben keine Leichen gefunden. Es war unheimlich, wie schnell sie verschwunden waren, bevor wir ihr Loch erreicht hatten. Die Jungs hier sind eine bunte Mischung von abgedrehten Typen in ihrem zweiten Kampfeinsatz bis zu Frischlingen wie mir. Sie sagen das, als würden sie mich hassen, aber ich glaube, sie sind nur neidisch, weil ich noch saubere Socken habe. Es macht mir nichts aus, weil wir jetzt beide hier in Vietnam sind. Um die Feinde der Freiheit zu bekämpfen. Die Kommunisten machen sich bestimmt in die Hose. Viel Glück, Neil. Ich glaube, der wäre nicht so froh, wenn der Krieg auf einmal zu Ende wäre. Also jedenfalls, lol, wir haben Helikopter von denen geklaut. Also jedenfalls so gefühlt. Oder das ist einfach nur Vorschau. Hallo.
Ach, dieses Informationsbriefing wird überhaupt nicht langweilig. Die Sensoren, die Sie eingesetzt haben, haben PAVN-Truppen auf dem Weg zur Basis von Kesan entdeckt, einem unserer primären Überwachungsposten und einer wichtigen Ausgangsbasis für weitere Exkursionen nach Laos. Wir müssen diese Stellung um jeden Preis halten. Die Infanterie rund um die Basis wurde bereits verstärkt, doch wir müssen die feindlichen Stellungen schnellstmöglich bombardieren. Das Wetter ist nicht ideal, doch wir können nicht warten. Sie müssen sich auf Informationen des Schlachtfeldkommandos verlassen, um das Ziel zu treffen. Bei dieser Wolkendecke ist keine direkte Sicht möglich. Okay. Streng geheim. Es gibt Befürchtungen, dass wir die Stellung durch konventionelle Luftangriffe nicht halten können. Für diesen Fall ziehen die Befehlshaber den Einsatz von taktischen Atomwaffen in Betracht. Wir dürfen diesen Außenposten nicht verlieren. Das heißt nicht taktische Atomwaffen. Bomber, also Atombombe. Oder 53 Bomben. Ist das nicht der eine Bombe? Nee, das ist noch ein Jäger. Oder dann kann ich bei Joystick bleiben. Aber was heißt taktische Atomwaffen? Waren die jetzt Atombombe oder kleine Atomrakete? So ganz klein, so für die Hosentasche, ne? Schlechte Sicht. Wir sehen das Zielgebiet nicht. Wir brauchen Bombardierungskoordinaten vom Radaroffizier der B-52, Terry Parker. So. Ey, total schlechte Sicht. Ich meine, ich sehe gar nichts. Ich sehe noch weniger als nichts. Ich sehe nur schwarz. Okay, grün kommen. Grün, wie viel soll ich anscheinend nicht bombardieren? Boah, ich glaube, ich höre sogar im Hintergrund ein neues Lied. Stell ich das vor. Bombe abgeworfen! Ja, da fallen sie. Bombentreffer bestätigt. Schön, schön. So. Hier nennt sich Flugzeug rein. Jetzt nochmal drehen. Ich frage mich, warum die mir überhaupt KI-Kollegen mitgeben. Sagen wir einfach, ja, du kannst jederzeit ein neues Flugzeug haben, aber hier. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Aber hier Team kann. Siehst du halt nicht, sie spawnen halt. Dann gäbe es wenigstens noch keine Idioten, die irgendwie aus Versehen in mich rein. Bombardierung läuft! Das ist ein Volltreffer! Jawoll! Ich weiß nicht, wie ich bombardieren muss. Nette Idee, muss ich sagen. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Also, ich meine, das mit dem Freund, die mich bombardieren, tut mir ja schon die ganze Zeit. Scheiße. Neuer Anflug. Seht ihr das? Ich weiß ja nicht, ob das kann. Also manchmal, wenn ihr das mit meinen Videos seht, das ein bisschen scharf ist. Oder ist es halt hier jetzt. Geht nicht, das kann man es auf jeden Fall. Dann liegt es am Komprimieren. Oder Rendern. Aber hier sehe ich das auch, also ich sehe nicht schön, es sieht so scheiße aus, ey. Das hat nicht Zeug gemessen. Wenigstens neues Lied. Bombardierung läuft! Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Was zur Hölle, wo fallen denn die Bomben? Also nicht treffen. Das ist ein Volltreffer! Und das war's. Ich glaube, ich stoppe. Ja, ich falle die ganze Zeit. Wer hätte das gedacht? Nix! Mit 21 im Anflug. Wir dürfen keine einzige B-52 verlieren. Fangen Sie sie ab. Ja, wieder Nachbrenner, aber ich meine, der ist eher Arsch. Wortwörtlich. Lalala, ich kann den nicht ausschalten. Ist halt einfach die ganze Zeit Nachbrenner. Und treffen Sie. Jawoll, ich bin gut! Jawoll. Ist halt die Scheiße. Ich meine, fliegen Sie, geht's ja hier nicht. Oh, geht doch kaputt. Warum ist der mein Verbündeter schneller als ich? Komm schon. Ja, schlau! Hab ihn erwischt! Danke. Jetzt, oh toll, die sind die ganze Zeit. Hey, Moment.
Ach nee, da ist meine Bombe. Oder? Da ist einer von ihnen. Und den beschießen die anscheinend die ganze Zeit. Das war's für ihn. Du meinst unter verbündeten Bomber? Wir dürfen keinen einzigen verlieren. Das müsste eigentlich die Mission abbrechen. Der Bombenschacht ist bald leer. Aber anscheinend nicht. Von wegen krieg ich den Ziel erfasst. Ja. Ah, wie war das? Komm. Rakete hat sie erfasst. Schlauer Rakete. Jawoll, ich bin gut. Bist du dumm? Du bist echt dumm. Und dieser Bug mit den Raketen nervt auch. Das war's für ihn. Also, jawoll, ich bin gut. Das ist einfach Programmierkunst, wie sie im Buch steht. Ich meine, ja, komm, hier, Rakete hat sie erfasst. Also, jetzt triff auf mich. Irgendwas musst du ja mal treffen. So, ein bisschen Nachbrenner. Um aufzuschließen. Natürlich nicht. Naja, die Kollegen, wenn ich so was machen würde, der will meinen Bomber. Ich will meinen Bomber kaputt machen. Der ist böse. Nein. Alter, ich meine, da sind so viele Raketen drauf. Hauptsache, er ist am Ende kaputt. Zwei von zwei. Ihr habt es gesehen. Passiert nichts. Sinnlosigkeit. So, einer ist wenigstens down und wir haben noch alle drei Bomben. Ein Feind weniger. Alter, reicht da eine Rakete schon um so einen dämlichen Bomber? Alter, der fällt. Programmierkunst vom Feinsten. Was, ich hab noch eine Rakete. So, jetzt bin ich hinter ihm irgendwie down. Rakete hat sie erfasst. Eine reicht aus bei ihm, aber er braucht mindestens so ungefähr 6. Ja, interessiert mich gar nicht. Das ist eine super Mini, die ist endlos. Alter, wieso bin ich auch so langsam? Jawohl, endlich. 2 von 2. Ich könnte bei meinem eigenen Piloten in ihm den Hals umdrehen. Weil er einfach nur ein dummer Idiot ist. Boah, pfuh. Weil jetzt alles raus. Scheiße. Ich sehe schon, wir müssen das nochmal machen. Vor allem die Mixer sind auch schneller als ich. Ich war da schon mit Boost dran und dann so. Ja, jeder andere ist schneller als ich. Gefühlt jedenfalls. Ja. So, jetzt komm, Mick. Okay, dann zieh er fast. Der Bombenschacht ist bald so, leer. Jetzt ist er leer. Ja, der erste. Ah, wie war das? Das sind das Superpiloten und das sind Supermix. Sind wir das noch erkennen? Okay. Wow, ja, einfach zu schnell. Komm schon. Ja, nächster Bomber. Das war's für ihn. Ey, warum geben sie mir überhaupt einen Lebensbalken? Wenn es schon direkt heißt, ja, ein Raketentreffer, alle tot. Ja, komm, killt den letzten. Boom. Das war's für ihn. Hä? Wow, er hat's überlebt, ein Wunder. Stopp. Jawoll, ich bin gut. Nein, du bist nicht gut. Du kannst auch nicht mehr mit Raketen umgehen. Yes. So. Alle raus. Und. Boy. Jetzt reicht eine. Ich krieg zu viel.
Beim fünften Versuch reicht einer. Ich bin voll dabei. Ich bin voll dabei. Yeah, wir haben verloren. Vielleicht ist auch ein Verdino-Bug. So. Du hast Raketenzieher fast. Versuchen wir es jetzt mal mit einer. Hallo, Raketenzieher fast. Vor allem wird die da auch hinspielen. Schneller als ich.